Ja, ihr Lieben, ihr seht ja, ich bin immer noch in denselben Klamotten. Das heißt, ich drehe jetzt alles an einem Tag und kann aber nicht alles in ein Video packen, weil es sind so viele Themen, weil ich jetzt schon so lange nicht mehr zu euch gesprochen habe. Das sind jetzt bestimmt über 2 Monate und da passiert ja eine ganze Menge. Wie gesagt, wir sind umgezogen und ja, dazwischen waren wir dann im Urlaub noch in Abu Dhabi. Das war auch mega geil, waren wir 10 Tage, wovon ich dann die letzten 3 unterm Schirm saß, weil es so heiß war. Und ich kann Sonne echt gut ab. Ne? Ja, der Kleine hatte mega Spaß gehabt und der war total happy. Den ganzen Tag nur am Planschen, am Rumrennen. Das war auch ein Familienhotel, das war ganz praktisch. Und mit einem riesengroßen Spielplatz, welcher auch einen weichen Boden hatte. So diese Schaumstoffmatten auf dem Boden. Und alles war so ebenerdig integriert und direkt der Strand. Also man hatte jetzt nicht, wie sonst in den Hotels, dass man noch so 100, 200 Meter oder noch weiter laufen musste, bis du dann vom Pool am Strand warst, sondern du warst direkt, also es war alles ganz nah beieinander. Das Haus ist auch nicht ganz groß, das war auch ganz cool und ja, überall natürlich lecker, super geiles Essen und gesundes Essen. Und für uns ist dieses Urlaubsziel immer ganz toll, weil wir alles haben. Ne? Also wenn wir mal keinen Bock mehr haben auf Strand und Planschen und Pool, dann wird sich einmal kurz umgezogen, ins Taxi gesetzt. Das ist eigentlich nicht so groß in Abu Dhabi. Und dann bist du innerhalb von 10 Minuten überall da, wo du sein möchtest, mit dem Taxi. Und Taxi kostet da fast nichts, weil die haben ja Öl genug und Geld genug. Das heißt, du zahlst da irgendwie nur 3, 4 Euro und bist überall da, wo du sein willst. Total praktisch. Und dann gehst du dann mal in die Mall oder du gehst in die Ferrari World oder du machst irgendwie einen Ausflug mit den Kindern in einer der vielen Children's Villages, die sie da haben. Und da sind so viele tolle Spielplätze, so schöne, wunderschöne Spielplätze einfach. Und überall sind auch so aus so Dächern irgendwie haben die dann so Sonnenschutz animiert praktisch, ne? Sind so wie große Blätter, so Sonnensegel sozusagen, dass die Kinder dann Ruhe spielen können. Urlaub schön und gut, dann kommt der Alltag wieder, man ist ja auch nur ein paar Tage dann weg und ja, und ich habe natürlich einen selbstständigen Mann, das heißt, ich bin ja fast die ganze Woche so gut wie alleinerziehend und das merkt man dann schon, obwohl ich eine echt fitte Person bin. Möchte aber mal ganz offen und ehrlich darüber sprechen und euch auch aus dem Mut machen, damit man auch weiß, man ist nicht alleine. Auch wenn man noch so fit ist, dass man sich einfach auch Hilfe holen darf. Und ich habe jetzt einfach mal, das war jetzt diese Woche, mit meiner Schwester eine Mutter-Kind-Kur beantragt. Und ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also eine Mutter-Kind-Kur, da geht es ja darum, dass solche Erschöpfungszustände weitestgehend auszumerzen, dem beizubringen, wie man damit umgehen kann. Stressmanagement, Bewältigung mit pubertierenden Kindern oder wenn man halt mehrere Kinder hat. Ne? Gibt es irgendwelche Dinge, die ich vielleicht aus meiner Kindheit damit reinbringe? Gerade wenn man ein Kind hat, dann wiederholt man vielleicht Dinge, die man als Kind auch nicht gut fand und da immer gesagt hat, boah, ich werde auf gar keinen Fall so wie meine Mama oder sowas. Und plötzlich erwischt man sich dabei, dass man auch irgendwelche Dinge vielleicht adaptiert und auch wiederholt. Ne? Und das meinte nämlich auch die Dame da vor Ort, die uns da sehr nett beraten hat, dass man auch gerade, wenn man ein Kind hat, kommen Dinge hoch, die man vielleicht früher nicht ganz richtig verarbeitet hat oder sowas und die gerade halt mit der Geburt eines Kindes dann irgendwie da sind und plötzlich präsent sind. Und auch wenn man immer gedacht hat, ach, ich komme mit allem irgendwie super gut klar und so, ist es doch vielleicht eine Überlegung wert. Ne? Weil jeder hat ja irgendwelche Dinge, woran er zu knabbern hat oder was nicht gerade so richtig gut gelaufen ist oder sowas. Ist auch alles nicht schlimm. Und diese Häuser, die halt ausgelegt sind auf diese Mutter-Kind-Kuren, die kümmern sich um die Mütter. Und da gibt es tolle Angebote. Man kann kreativ sein, man kann sich ausruhen, man kann in die Sauna gehen, man kann, je nachdem, was man auch für Erschöpfungssymptome hat, wie Rückenschmerzen, Nackenprobleme, Schulter oder völlige Erschöpftheit, also kurz vor Burnout, dass man einfach auch damit lernt, damit umzugehen. Ne? Für die Kinder gibt es ein tolles Angebot, auch für ältere Kinder schon. Es gibt viele Häuser, die sind auf Kinder spezialisiert, bis zu einem Alter von 14 Jahren. Die unternehmen auch was mit den Kids, weil es ist ja sonst auch totlangweilig für so 12-, 13-Jährige. Ja, dann gehen die raus in die Natur, machen irgendwelche Erlebnissachen, Forscher, Naturdinge. Und ich finde es ganz cool, auch für kleine Kinder. Also meiner ist ja noch nicht mal 2 und die Tochter meiner Schwester ist auch noch nicht 2, die ist ja noch ein halbes Jahr jünger. Und es gibt auch Häuser, die sind auch spezialisiert auf so Kleinstkinder. Weil da ist nochmal eine ganz andere Betreuung angesetzt. Und dann können wir Mütter einfach halt, so gerade im Vormittagsbereich, dann gibt es so meistens so 2 Anwendungen, ob es eine Massage ist oder ein Schwimmkurs ist oder Pilates-Yoga oder einfach ein Seidentuch bemalen, whatever. Da kann man sich ja einfach da auch mit anderen Müttern austauschen und es gibt sogar auch Gesprächsrunden und ja, und dann
Da geht es auch ein bisschen auch tiefer in die Psyche rein und finde ich auch mal nicht so verkehrt. Man muss sich aber dazu bereit fühlen und sich auch trauen. Aber man hat ja auch eine gewisse Vorlaufzeit, sich darauf vorzubereiten. Ja. Und was ich so an Feedback gelesen habe im Internet, als ich mich dafür interessiert habe, ist, dass wirklich viele Mütter nach Hause fahren und sagen auch, dass sie noch ein Jahr später davon zehren, dass sie immer wieder daran denken, was für Werkzeuge man einem dort mitgegeben hat, ne? So psychologische Hilfen, gerade wenn es Probleme gibt, Konflikte gibt oder irgendwas gibt, wo man selber vielleicht die Geduld verliert oder sowas, dass es so gewisse Tools gibt, die einem an die Hand gegeben werden, mit denen man einfacher durch den Alltag kommt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall meine Kamera mitnehmen und gucken, wie weit ich dort drehen darf oder nicht. Ansonsten kann ich ja dort von meinem Zimmerchen aus einfach was drehen und euch auf jeden Fall berichten. Wenn es gut läuft und wir keine Absage bekommen, dann können wir noch im Sommer fahren. Und eine Mutter-Kind-Kur geht immer über 3 Wochen. Es wird jetzt für den Papa nicht so leicht, so 3 Wochen vom Noah getrennt zu sein. Wir werden mal gucken, wie wir das umsetzen. Aber ich wollte euch auf jeden Fall sagen, da draußen, wir alle haben ja unseren Alltag und der ist nicht immer einfach. Und meistens ist es ja doch immer eine Mama-Angelegenheit, auch wenn die Papas auch wirklich engagiert sind und so weiter. Aber eine Mutter-Kind-Kur finde ich echt eine tolle Sache. Und gerade jetzt, wo ich da war bei der Beratung, das ist das Muttergenesungswerk hier in Köln zum Beispiel, echt super. Also ich habe mich da sehr aufgehoben gefühlt und ja, vielleicht eine Überlegung auch für euch da draußen, ne? Eine Mutter-Kind-Kur wird ja auch von der Krankenkasse bezahlt. Man hat lediglich den Anteil von 10 Euro am Tag, den man zu leisten hat. Und auch gerade alleinerziehende Mütter oder Familien mit einem geringen Einkommen, die werden auch sogar davon befreit. Also es gibt immer Mittel und Wege und auch Möglichkeiten, etwas Gutes für sich zu tun, bevor es irgendwie eskaliert oder bevor Mamas irgendwie total in Depressionen verfallen. Das gibt es auch sehr häufig und eins ist klar, geht es der Mama gut, geht es dem Kind gut. Ist die Mama gesund und fit, sind die Kinder auch gesund und fit. Aber ist die Mutter fix und fertig und kurz vor einer Depression oder ist schon dabei, in eine Depression zu kommen, dann überträgt sie es auch auf die Kinder, weil die sind immer ein Spiegel unserer Seele. Ich hoffe, der Beitrag war interessant für euch. Ich wünsche mir ein Like und freue mich über ein Abo, falls du es noch nicht getan hast. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.